Liebe Freunde und Freundinnen von Blech Community, hallo! Wir begrüßen euch. Nächstes Jahr 2022 haben wir ein Projekt Sport gegen Rassismus und Diskriminierung. Wir alle wissen schon, dass unsere Gesellschaft multikulturelle Gesellschaft schon jetzt ist. Und darum, Rassismus und Diskriminierung muss man immer bekämpfen. Und darum laden wir euch ein, mit uns und wir alle in der Gesellschaft Sport gegen Rassismus und Diskriminierung gemeinsam zu veranstalten. Wir wollen ein Zeichen setzen für Toleranz und Wertschätzung. Und Ziel dafür, für dieses bestimmte Projekt, ist es, den Leuten die Chance zu geben, die außerhalb des Sportplätzes nie zueinander kommen können, dass sie in diese bestimmte Sportveranstaltung zusammen sich finden. Wir wollen Leuten Möglichkeit geben, untereinander gemeinsam Sport zu machen und nutzen wir die Potenziale, die in der Sportveranstaltung sind, weil der Sport verbindet, um auch ein Zeichen zu setzen, wofür wir stehen gegen Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Es findet statt in Aufwiesen und wir laden alle ein. Es ist offen für alle, sowohl Menschen aus dem afrikanischen Kontinent und andere Migrantinnen, die durch Sport miteinander verbinden wollen. Wir bieten Möglichkeit, diese Sportereignisse wird auch aufgenommen und ausgestrahlt auf unserer Freude TV. Und es wird ein Interview für betroffene Personen, die dort sind, ihre Geschichte über Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft zu Wort zu kommen. Rassismus hat keinen Stamm. Rassismus hat keine Nationalität. Und Rassismus tut weh. Und darum müssen wir gegen Rassismus gemeinsam kämpfen.